Im Jahre 1909, da wurde ein Stern geboren. 110 Jahre Borussia Dortmund, unser wunderbarer Verein, feiert Geburtstag und wir feiern mit. Ein stolzes Jubiläum muss gebührend gefeiert werden. Gestern, heute, morgen, das ist das Motto des aktuellen Trikots auch. Es steht hinten im Trikot und ich finde, das passt auch perfekt zur heutigen Sendung. Gestern, das bin ich, heute, Schmelle, morgen. Damian, ganz genau. Und Damian, das Erste, du bist hier im Studio zum ersten Mal. Gefällt es dir? Ja, auf jeden Fall. Ist nervös? Ja, schon. Wenig Schmelle, ne? Ja, und euch. Euch beiden. Ja, von mir brauchst du ja nicht, aber Schmelle ist schon eine Granate. Ja. Aber auf Damian kommen wir später noch. Schmelle, du bist ja im Moment leider verletzt. Kannst du uns mal sagen, wie es dir so im Moment geht? Ja, ich habe Muskelverletzungen in der Wade. Aber so geht es mir eigentlich jetzt ganz gut. Jeden Tag wird es ein bisschen besser, aber es ist natürlich ein doofer Zeitpunkt gewesen. Dadurch, dass ich dann auch gerade gegen Berlin dann am Ende auch nochmal reingekommen bin, und hatte ich schon das Gefühl, dass es eigentlich ganz gut für mich lief, auch im Training. Und ja, kam jetzt wie gesagt zum doofen Zeitpunkt, aber so ist es im Fußball. Und dann jetzt ist die Konzentration auf der Reha und dann geht es im neuen Jahr wieder vom Vorne. Voll zur Sache, sehr schön. Damian spielt bei uns in der U12 und den stellen wir euch natürlich gleich noch ein bisschen näher vor. Sehr talentierter, junger Mann, junger Spieler. Vorher tauchen wir aber noch kurz in unsere tolle Geschichte des Vereins ein. 110 Jahre Borussia Dortmund. Ich kriege immer noch eine Gänsehaut. Die DVD über die Gründungsgeschichte ist neu aufgelegt worden. Also ihr könnt sie ab sofort wieder in allen Shops erwerben. Hast du die auch schon gesehen? Nein, DVD? Noch nicht. Kann ich dir empfehlen. Ist immer gut, wenn man so ein bisschen was über den Verein weiß, wo man spielt. Ja. Schmelle, ja, 110 Jahre, ist schon Wahnsinn. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, wie groß dieser Verein ist? Also klar war ich in dem Alter von Damian auch schon Dortmund-Fan und so wie viele meiner Jungs damals in Magdeburg, aber so richtig gespürt habe ich es erst, als ich dann auch nach Dortmund gezogen bin, im Jugendhaus gelebt habe und dort in der Schule dann einen Klassenkamerad hatte, der mich häufiger mal mit zu sich eingeladen hatte, und dort habe ich es in der Familie einfach gemerkt. Das war
so unglaublich. Also diese Geschichte habe ich auch schon häufiger, glaube ich, erzählt, aber dort war einfach von den beiden Kindern bis zur Oma und Opa, Onkel, Tante, da war komplett der Samstag, war immer gleich organisiert, ja. Und es ging nur um Borussia halt so. Das war Wahnsinn. Und da habe ich so das erste Mal so gespürt, dass es halt nicht nur die Leute sind, die in dem Verein arbeiten oder auch so ja, drumherum, sondern dass es halt komplett in der ganzen Stadt einfach um Borussia geht. Und dann im alten Jugendhaus hier direkt in der Nähe hast du ja auch am Wochenende immer gemerkt, dass die, was für Scharen dort einfach vorbei marschiert sind. und das war schon wirklich erstaunlich, das Wochenende für Wochenende zu sehen. Du kommst aus Lüdenscheid, das ist hier um die Ecke. Wann hast du zum ersten Mal was vom BVB mitbekommen? Oder gehört? Ich glaube, das waren schon nach den ersten 5 Monaten ging es schon los. Du bist schon immer schwarz-gelb gewesen? Ja, immer. Papa, Mama auch? Ja. Und das Ziel war immer, zu Borussia Dortmund zu gehen? Ja. Ehrlich? Ja. Und wie lange bist du schon hier? Das ist mein zweites Jahr. Geht man dann auch so ein bisschen stolz durch Lüdenscheid? Ja, sieht schon. Zieht man dann eigentlich die Trainingssachen auch schon mal zu Hause an? Ja, ich ziehe die alte Winterjacke jetzt, weil die hält schön warm. Und dann ziehe ich die mal gerne an. Aber dann bist du also jetzt auch schon ein stolzer Borusse, ne? Ja. Wie war das, als du hörtest, der große BVB kommt zu dir und sagt, Damian, wir wollen dich haben? Mein Traum ging in Erfüllung, eine Erleichterung für mich. Ja. Du warst also auch zu gut für, bei welchem Verein hast du gespielt? SC Lüdenscheid. SC Lüdenscheid. Du warst auch einfach der Beste da? Kann man das sagen? Oder soll ich Papa fragen? Ja, das ist eine schwere Frage jetzt. Ne? Ja, kann man, ob man das sagen kann, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich schon, ne? Ich bestimmt, sag das einfach mal bestimmt. So. Sonst wärst du ja nicht hier, ne? Ja. Wie lief das bei dir? Ähnlich? Auch erstmal Anruf? Muss ich sagen, das war eine richtige Journalistenfrage von dir gerade, weißt du? Ja. Er kann auch von sich selber nicht sagen, dass er der Beste ist. Ja, hat aber gut reagiert. So gut reagiert schon, ne? Danke. Dann mache ich mir keine Sorgen später, wenn er interviewt wird. Also das hört sich schon sehr gut an, das stimmt. Bei dir ähnlich, Schmelle? Irgendwann kam ein Anruf, hallo, Marcel, hier ist Zorgi. Nee. Damals, über wen das alles da genau lief, das Probetraining und so, das lief hinter den Kulissen. Hast du richtig klassisch Probetraining gemacht? Ja, ich glaube, es ging auch gar nicht. Den Kulle kennst du ja auch noch, oder? Christopher Kullmann. Der hat ja auch mal 2 Jahre hier in der zweiten Mannschaft gespielt. Es ging so um uns beide, um und noch einen Mitspieler. Und wir drei waren dann hier zum Probetraining, eine Woche in Dortmund gewesen. Und ja, danach hatte, glaube ich, erst Eddie Bökamp angerufen und danach Heiko Herrlich. Und Heiko Herrlich war ja dann mein U19-Trainer. Ah, okay. 2 Jahre lang. Und dann hatte ich mit ihm telefoniert und meine Eltern mit Eddie Bökamp damals. Ich bin bei jedem Probetraining durchgefallen. Rot-Weiß Essen, Offenbach. Ehrlich. Aber hier Uerdingen. Naja, aber es hat ja am Ende auch geklappt. Ja, hier hat es ja geklappt. Ja. Wir haben uns natürlich ein bisschen umgehört, Damian. Dein Trainer, der U12, der Tim Kirk, wie Captain Kirk, ne? schwärmt sehr von dir und dein Lehrer schwärmt auch von dir, weil du gut in der Schule bist. Das ist außergewöhnlich, dass also beides mal passt. Bist du in beiden Dingen auch ehrgeizig? Oder sehr ehrgeizig? Fußball, ja. In Schule fällt dir einfach so in Schoß. Ja, muss man halt. Aber du musst schon auch noch, musst auch viel lernen. Welcher Klasse bist du jetzt? In der 6. Läuft alles ganz gut? Ja, bis jetzt schon. Und das kriegst du auch alles gut unter den Hut? Am Wochenende mit dem BVB zu gewinnen und eine 2 in Mathe zu schreiben? Ja. Lieblingsfach? Mathe und Sport. Sport kommt jetzt für mich völlig überraschend. Geil. Waren auch meine beiden Lieblingsfächer. Ehrlich? Ja. Oh, cool. Mathe und Sport. Das ist jetzt auch wichtig. Da merkst du auch, wenn dich jemand veräppeln will, musst du Kopf rechnen können. Das ist ganz wichtig, ja. Wie lief das bei dir in der Schule als 12-Jähriger im 6. Schuljahr? Oh, 6. Schuljahr war noch gut. Das war bei uns allen gleich, glaube ich. 5., 6., das war noch gut. Ja, und danach ging es auf dem Gymnasium, da war es ein bisschen,
bisschen schwieriger. Erst auf Sprachengymnasium, danach Sportgymnasium und dann bin ich ja hier nach Dortmund gekommen. Wie viele Sprachen sprichst du? Keine richtig. Also von den Fremdsprachen keine richtig, aber... So ein bisschen? Ich müsste ja, viele toll. Schon belegen, ja. Ich wäre froh, wenn ich ein paar Sprachen ein bisschen könnte, außer ja, verstehen drei halt. Bier bitte. Ja, verstehen ist halt einfach, ne? Aber das Sprechen ist, ja, ist schwer. Kann aber mir vorstellen. Jetzt ärgere ich mich, dass ich damals nicht besser aufgepasst hatte, aber wer hätte gedacht, dass ich mal so viele spanisch-französisch sprechende Mitspieler habe, ne? Das stimmt. Also, schön aufpassen in der Schule, damit du dich mit deinen Kollegen demnächst unterhalten kannst. Damian hatte übrigens am Dienstag einen ganz besonderen Auftritt und den wollen wir uns natürlich nochmal anschauen. Du bist ja mit der Kappe? Ja. Ach cool. Der erste direkt. Wie war es, an der Hand von Marco Reus ins Stadion zu gehen? Das war nervös? Ja, schon. Und es war auch schön, weil es einer meiner Lieblingsspieler ist bei Dortmund. Ja genau, der andere ist ja Schmeller, ne? Wir auch. Ey. Du bist doch Abwehrspieler. Ja. Ja, Schmeller als Vorbild ist gut. Doch, perfekt, wirklich. Ja. Wie fandst du das Spiel? Ich fand's eigentlich gut, nur natürlich ärgerlich, dass man es 3-3 spielt und drei geschenkte Tore oder zwei, eher gesagt. Ja, das sagt mich so ein alter Hase wie du da hinten, der hätte das vielleicht ein bisschen organisieren können, oder? Weiß man nicht. Schmelle, kannst du noch was hinzufügen? Analyse von Damian ist okay. Kurz, knackig und richtig. Prägnant und richtig. Ja. Hergeschenkter Sieg. Leider. Was das Thema gestern betrifft, einige von unseren erfolgreichen Jungs sind mittlerweile wieder für den BVB aktiv. Und zwar in der Legendenmannschaft. Und die war unterwegs beim Legendencup in Brasilien, in Sao Paulo. Und wie die sich geschlagen haben, hier sind ein paar Bilder für euch. Wow, schöne brasilianische Klänge. Ich glaube, die Jungs haben Spaß gemacht. War allerdings eine sehr kurze Tour, sehr anstrengend. Normalerweise bin ich ja der Trainer mit Jörg Heinrich zusammen und ein Spiel gewonnen, eins verloren. So kann es natürlich nicht weitergehen. Spaß beiseite. Ich glaube, die Jungs haben viel Spaß gehabt in Brasilien. Schmelle, mit einigen der Jungs hast du ja noch zusammengespielt. Hast du noch zu dem einen oder anderen Kontakt von denen, die du da gerade gesehen hast? Also DD sehe ich halt häufiger mal oben halt, ne? Immer jetzt. Ja, weil wir auch einfach, ja, was ist das, Fluglinie ein paar hundert Meter auseinander wohnen nur. Sind nicht mal 100, glaube ich. Den sehe ich halt öfter mal oben beim Spazierengehen und sonst ist es eigentlich schwer. Aber okay, das liegt natürlich auch daran, Lucas Barrios, Tinga, die spielen ja auch alle, oder die leben mittlerweile ja auch alle in ihren Ländern, Heimatländern. Aber es ist cool zu sehen, die Jungs halt manchmal, ne? Auch wenn sich die Legendenmannschaften treffen, das ist immer wieder witzig. Das ist sogar so ein Lucas Barrios, wollte unbedingt dabei sein. Also er hat davon sicher, hat gesagt, er möchte da auch bei den BVB-Legenden dabei sein. Du hast jetzt zugeschaut, nicht ganz einfache Frage, kanntest du jemanden davon? Also Koller, der die Vorlage auf Barrios gemacht hat, ja? Habe ich selber gesehen. Standest du mal neben dem? Ja. Das ist groß, ne? Ja. Barrios kenne ich, Weidenfeller. Oh, cool. Ja, noch mehr. Ich habe mir sagen lassen, du spielst im zentralen Mittelfeld. Ja. Wer ist so dein Vorbild? Fußballerisch? Witzel,
seine Übersicht, seine Pässe in die Tiefe sind schon Weltklasse. Und ja, auch Reus, wie er schnell den Abschluss sucht und seinen Abschluss. Das hört sich, schnell, sucht schnell den Abschluss. Das sind Antworten, die ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Toll. Aber dass du hier noch in Zweikampf musst, das weißt du. Ja. Du weißt, was jetzt passiert. Du bist jetzt mit Schmeller ein Team. Ja. Und wir spielen Tor oder kein Tor. Ja. Daniel Simmes. Das Spiel ist gegen Waldhof Mannheim. Glaube ich. Ich stehe da in der Mitte. Wenn der zu mir gekommen wäre, hätte ich Tor gesagt. 3, 2, 1. Wenn du da mitspielst, ist das natürlich auch eine Frechheit, ne? Das mit da reinzunehmen. Ui! Der war schwer. Okay. Ich führe, ja. Ja. Oh. Jetzt kommst du. Oh. War das Nelson Valdez? Ja. Ah. Der 3, 2, 1. Oh. Er hat auf jeden Fall ein Tor gemacht, aber ich weiß nicht, ob es das war. Ey. Also die Schusshaltung war perfekt. Der schießt den vorbei, warum mache ich es nicht? Aber ist richtig, oder? Er hat ein Tor gemacht in dem Spiel. Ja. Doch, doch, er und Nevin haben... So, jetzt gibt es was Besonderes, Schmelle. Wir kriegen immer Situationen zugeschickt. Und wir müssen, also von Zuschauern. Manche gehen dafür extra auf den Platz, manche sind vom Spiel. Der eine hat sogar von FIFA was abgefilmt. Auch bitte weiter uns die Szenen schicken. Und ich bin gespannt, was diesmal dabei rumgekommen ist. Das ist ja schon normalerweise, wenn einer so aufs Tor zugeht. 3, 2. Was grinst du so? 2, 1. Ah, aber kann er schon mal wenigstens nicht wegziehen. Weißt du, wo das ist oder was für ein Spiel das ist? Düsseldorf. Echt? Ja. Ich wollte aber sagen, wenn du ich habe den Ball gespielt. Ach, das war... Das warst, wart ihr? Ja. Ach so. Was ist das denn? Hier. Ach, können wir das nochmal von vorne sehen, bitte kurz? Jetzt arbeiten sie aber wirklich mit allen Mitteln hier. Das ist normalerweise aber super, mein, ne? Wie Team. Also das war mal mein Team. Ja, aber super, ne? Wie er das für sich behalten hat bis zur Entscheidung. Hat top. Ganz genau. Starkes Pokerface. Hat er aber, der hat mal schön so schon. Hast du Linksfuß auf? Gib mal die Karte. Oder Rechtsfuß? Rechtsfuß, aber beides. Habe ich gesehen, wenn der Passer mit links gespielt. Stark, ey. Danke. So, wir schauen mal auf den Zwischenstand. Es steht 25 zu 27. So langsam robbe ich mich ran und ich werde natürlich im neuen Jahr wieder angreifen. Auch wir haben heute ein wunderbares Bild gemacht. Das könnt ihr ab nächste Woche ersteigern. Natürlich alles zugunsten unserer Stiftung. Schmelle, es gibt noch ein Spiel in Hoffenheim. Kräftezehrende Halbsaison, muss man sagen. Viele, viele Spiele. Haben unsere Jungs noch Kraft? Haben unsere Jungs noch den Mumm, in Hoffenheim 3 Punkte zu holen? Ja, klar. Also ich denke schon. Trotz dessen, was du sagst, dass die Saison bisher sehr, sehr kraftverzehrend war, ist es das letzte Spiel. Und da kannst du halt alles nochmal mobilisieren dafür, dass du diese 90 Minuten nochmal Gas geben kannst und nochmal alles raushaust, weil du weißt, danach hast du erstmal 10 Tage quasi Ruhe. Und natürlich können wir unsere Ausgangsposition auch festigen, was natürlich wichtig ist, weil oben halt alles so eng beieinander ist. Und deswegen wäre es schon wichtig. Und gerade in Hoffenheim ist es auch nicht leicht. Freitagabend, aber wie gesagt, die Jungs wissen, dass es halt nur noch einmal 90 Minuten sind und da kann man nochmal alles rausholen. Danach ist Weihnachten. Wie feierst du Weihnachten? Traditionell? Weihnachtsbaum, Geschenke? Ja, also Weihnachtsbaum steht schon.
Cool. Heiligabend sind wir hier noch zu Hause und dann geht's nach Österreich, weil ich hoffe, dass ich dann irgendwie auch noch ein bisschen Schnee zu sehen bekomme. Ja, hier ist schlecht. Ja, so eine weiße Weihnacht wäre schon was Cooles. Ja. Wie feierst du, Damian? Traditionell. Ja? Ja. Gibt es Lieblingsessen zu Weihnachten? Gans, Schnitzel? Ja, Gans. Oder Würstchen mit Kartoffelsalat? Nein. Essen auch viele? Der, wir nicht. Nee? Wir essen Gans. Und was hast du dir gewünscht? Gibt es irgendwas? Nee. Eine Drohne? Nein? Ein neue Fußballschuh? Schwarz-Weiße zum Beispiel? Nee. Nein? Also gar nichts gewünscht? Ja, ja. Ich weiß nicht was. Hast du alles? Ja, was ich brauche. Ja, ist doch super. Ja. Schön, dass du da warst, aber auch schön, dass Schmelle da war. Ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft von Borussia Dortmund. Wenn die Jungs alle so sind wie Damian, dann wird das was. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Danke. Bleib vor allen Dingen weiter gesund. Keine Verletzung. Schmelle, wärst du auch schnell wieder gesund. Danke dir. Euch allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und im neuen Jahr geht es natürlich weiter mit dem Feiertagsmagazin. Bleibt uns treu und bleibt ihr vor allen Dingen gesund. Tschüss, macht's gut. Der Damian und der Schmelle und der Nobby. Tschüss.